Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr in eurem Unify-Controller die erweiterten Funktionen oder Features aktivieren könnt in der Site, damit ihr zum Beispiel direkt über den Controller SSH bzw. genau SSH-Anbindung machen könnt, genauso wie dass ihr auch das SSH-Kennwort ändern könnt, weil das ist standardmäßig kryptisch und nicht auslesbar. Ich zeige es das erste Mal, das heißt, wir gehen einmal in Chrome rein. Haben hier einmal den Unify Controller, in meinem Fall auch schon direkt in der Home-Bezeichnung. Wir gehen einmal hier auf das Zahnrad und haben hier direkt schon die Site und den Standort. Hier habt ihr diesen Punkt, den ich eben angesprochen habe. Dieser ist zwingend notwendig, damit ihr hier unten wieder die SSH-Authentifizierung aktivieren und deaktivieren könnt und zum Beispiel auch Kennwörter anlegen könnt, weil das Hauptproblem ist, wenn dieser Haken nicht drin ist, ist diese Funktion nicht vorhanden. Früher war die vorhanden, dann wurde die weggemacht und jetzt ist sie wieder da. Das heißt, man kann hier Kennwort oder auch SSH-Schlüssel generieren, aber in dem Fall habe ich ganz normal ein Kennwort und das wird auch auf die einzelnen Access Points, Switche und ähnliches verteilt. Genau. Kann man hier einmal sehen, Punkt, erweiterte Funktion, hier einmal den Text. Gibt es aber als erstes ein paar Infos bezüglich Verbindungsabbrüche bzw. Kann zu Abmeldung von Geräten führen, weil an sich da auch vereinzelte Funktionen freigeschaltet werden, die natürlich die Provisionierung verwenden und die deswegen gegebenenfalls die Verbindung getrennt werden könnte. So, das heißt, jetzt gehen wir hier kurz auf die Geräte und dann zeige ich noch die ein, zwei Sachen, die sich geändert haben. Hier geht nämlich auf die Geräte drauf. Und habt hier einmal die Switche angezeigt. Standardmäßig ist es eigentlich immer so gräulich und ihr seht hier schon, daraus wurde jetzt ein Hyperlink bzw. allgemeiner Link. Das ist standardmäßig nicht aktiv, das ist nur aktiv, wenn ihr die erweiterten Funktionen aktiviert. Das heißt, jetzt könnt ihr nämlich hier reinklicken und wenn alles klappt, habt ihr direkt die SSH-Oberfläche. Das heißt, das, was ihr normalerweise macht, wenn ihr Putty nutzt, habt ihr dann hier direkt. Das geht bei allen Geräten bis auf diesem Switch, weil das ist so ein, ich sage jetzt mal, managebarer Switch, aber der hat kein richtiges OS drauf, der hat kein SSH, der hat kein gar nichts. Das ist dieser kleine für diese 30, 40 Euro. Sieht man auch, der Flex Mini, der hat diese Funktion nicht. Der hat nämlich eine andere Firmware als der normale Switch. So, genau, das wäre schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare für einen Daumen hoch, die Aufwand. Dankeschön.